Wir haben ja heute diesen Ampera E hier von Opel und machen mal eine kleine Rundfahrt, aber als allererstes gucken wir noch mal kurz die Lademöglichkeiten an. Das normale Ladekabel ist hier hinten im Kofferraum verstaut. Schauen wir gerade mal, wo das ist. Das ist hier drunter. Das nehme ich mal raus und stecke das mal an 230 Volt ein. Ja, irgend so ein Ziegelstein hier immer und 230 Volt. Wir stecken ihn einfach mal ein. Check, grün, funktioniert. Hat er einen Verbuddelungsschutz? Mal gucken, ob ich den falsch rum reinstecke. Nö, kann auf beide Seiten laden. Okay. So, und das andere Ende gehört ins Auto, nämlich diese Seite hier. Ziemlich langes Kabel. Kann man also auch andersrum hinparken und dann hier einfach aufmachen und reinstecken. Experten sehen schon, leider nur eine Phase belegt hier vom Typ 2, ganz schlecht. Und lädt hoffentlich, piept. Einmal gepiept und da vorne habe ich eine Kontrollleuchte. Im Auto sieht man aber mehr. Also hier sieht man sonst nichts grün, kann man auch nichts einstellen, Ladeleistung oder so. Standardeinstellung. Jetzt sagt mir das Auto. Startet erstmal und sagt mir dann hoffentlich, was es gerade tut. Aha, um 3:45 Uhr ist der Ladevorgang abgeschlossen. Das will ich gar nicht wissen. Lädst du eigentlich? Doch, Akku wird geladen. Irgendwie zeigt er mir was, aber gefällt mir irgendwie nicht. Ein bisschen wenig hier, oder? Ich kann nämlich hier drüben auch durchaus noch was verändern. Die Ladeleistung nehme ich auf 10 zumindest mal. 10 Ampere. Und macht er jetzt was? Sollte eigentlich jetzt hier laden. Man sieht es auch hier, wenn ich hier dieses verändere. Er würde jetzt hier irgendwie heute Abend 19:45 Uhr fertig werden. Und wenn ich hier die Ladeleistung begrenze, zack, sieht das auch anders aus. Also es reagiert durchaus. Obwohl er jetzt, gut, bei den 10 gibt er mir immer noch eine Warnung aus. Aber hier drüben ein bisschen seltsame Anzeige von der eigentlichen Ladeleistung, nämlich die ist 0, 0,5. Er Verbrauch als Ladung. Bin ein bisschen im Zweifel, ob er wirklich lädt, obwohl er es anzeigt. Hab hier leider keine andere Anzeige, wo er mir noch irgendwas Besseres anzeigt. Muss dem jetzt mal hier so glauben. Aber wir probieren ja gleich mal eine ordentliche Ladestation. Ja, bevor ich es vergesse, man kann viele Sachen noch über die Funkfernbedienung steuern. Also das Auto abschließen, aufschließen. Das ist die Vorheizung, Vorklimatisierung und hier unter anderem auch die Ladung unterbrechen. Und dann wird hier wieder freigegeben. Ich kann hier ausstecken. Und so. Jo, jetzt gucken wir mal. Wir haben Akku zur Hälfte aufgebraucht. Ja, 127, sagen wir 150 wäre ja so die Hälfte. Da oben scheinbar Maximum 150. 300 gehen rein und jetzt will ich doch das Ding mal wieder aufladen. An der 230 Volt Steckdose dauert das. Sie geben an, komplette Akku, glaube ich, 33 Stunden. Also mindestens 15 Stunden jetzt, um die Hälfte wieder aufzuladen. Über Nacht geht da einiges, sagen wir mal, da kann man so von 10 Stunden ausgehen. Ja, dauert zu lang. Was kann er denn sonst noch laden, ne? CCS. Aber Typ 2 haben wir auch dran. Wir haben Typ 2 dran, leider nur einphasig. Und wir haben CCS. Typ 2 mit 32 Ampere sollte aber auch was gehen. Bereich so von 20 Kilometer die Stunde würde er dann ja dazu kriegen. Jetzt müssen wir gucken, ob das, wie das geht. Brauchen wir eine ordentliche Ladestation. Haben wir ja hier in Deutschland ein bisschen das Problem mit unserer Schieflast. Da werde ich wahrscheinlich einphasig Problem kriegen. Einphasig 16 Ampere, okay. Alles andere weiß ich nicht. Kommt alles auf den Energieversorger an. Wäre natürlich echt besser, der würde dreiphasig da funktionieren. Ist vermutlich wegen US-Markt. Die haben das bloß hier ausgetauscht und nicht sich großartig was dabei gedacht. Kenne mich aber jetzt auch mit Schnellladen in US gar nicht aus. Aber CCS sollte eigentlich die 50 Kilowatt können.
Ja, schauen wir uns das mal an. Er hat ja auch eine richtige Akkuklimatisierung. Sollte also auch kein Problem sein, wenn ich jetzt den Akku ja doch mal zumindest warm gefahren habe. Ich habe normal gefahren, ich bin jetzt nicht super schnell gefahren. Würde ich also sagen, normale Bedingungen sollte auch normal laden, Leute. Das ist mal jetzt so mein Stand. Das hoffe ich auch. Überhaupt. Hallo? Dass die Ladestation noch da ist. Da ist sie ja schon, aber dass sie auch kostenfrei ist. Da vorne kommt mein Rasthof, Tank und Rast. Ist das auch Tank und Rast hier, ne? Und zwar nicht ENBW, sondern RWE-Säule. Relativ zuverlässig eigentlich bisher gewesen. Ein einziges Mal hatte ich da einen Ausfall gesehen. Bin ja meist noch im Tesla dort, da ist natürlich eh irrelevant. Aber einmal habe ich ja hier auch den E-Golf auf Null runtergefahren und das wäre natürlich kritisch gewesen, wenn der nicht mehr funktioniert hätte. War da aber, ich glaube, am selben Tag vorher schon dort. War also, sagen wir mal, relativ gering die Gefahr, dass die Säule da nicht funktioniert. Hier ist auf jeden Fall die Diskussion, wie die Abrechnungssystem zukünftig bei Tank und Rast sein wird. Wie da, welche Anbieter da, welchen zu welchen Konditionen das haben, ob man dann endlich auch mal eine Kilowattstundenabrechnung kriegen und nicht bloß eine Zeitabrechnung. Im Moment gibt es da vieles. Ich habe bei ENBW ja eine Karte angefordert, habe ich noch nicht. In die andere Richtung, Richtung Stuttgart, hat es überall ENBW-Säulen. Deshalb habe ich auch keine Lust, die jetzt anzufahren. Fahre jetzt deshalb mal hier lang. Okay. Die illegale Ausfahrt ist offen. Die Schranke ist nicht unten. Könnte man also auch abkürzen. Da müssten aber hier rückwärts gegen die Einbahnstraße fahren. Das geht nicht. Also das ist so das Ungünstige, was hier gelegen ist an diesem Rasthof. Dass der nämlich nur von einer Seite anfahrbar ist. Das ist auch der große Nachteil, wenn man hier Ladesäulen aufbaut. Manchmal geht das so, dass man hintenrum zurückfahren kann. Gut. Ja, Ladesäule frei. Jetzt geht es bloß noch darum, ob sie auch tut. Aber ich muss mich jetzt hier umgewöhnen, weil ich vorwärts anfahren muss. Normalerweise fahre ich immer andersrum an. Muss man echt wissen, wie man hinfahren soll. Manchmal sind da sogar so Betonklötze noch und sowas dahin. Okay, jetzt stehen wir gut. Jo. So, ich stehe mal wieder hier in Grübingen an unserer schönen Ladesäule und schauen mal, ob die noch geht. Mal das Auto aufmachen. Zack, erster Test, Typ 2. Nehmen mal den Typ 2. Stecken hier ein, irgendwas tut sich. Und gucken hier drüben. Typ 2. Und starten. Boah, es ist weiterhin, wie gehabt, kostenfrei. Sehr gut. Auto piepst auch irgendwie. Sollte eigentlich laufen. Ja, läuft was. Hier sieht man eine Anzeige. Jetzt gucken wir uns das mal im Auto an, wie das dort aussieht. Auto startet. Gerade hat er irgendwas von 16.30 Uhr gesagt. Das wären allerdings 7 Stunden. Ja, doch hier. 16.30 Uhr wäre er fertig. Das ist schlecht. Wie kriege ich hier eine bessere Anzeige, Leute? Schalten das Auto mal ein. Er zeigt mir jetzt hier hinten auch, da sieht man das rechts, mit wie viel er lädt. Läuft noch ein bisschen hoch, 7 Kilowatt. Ja, das ist halt diese blöde einphasige Ladung hier. Das taugt natürlich nicht so gut. Das ist jetzt echt der Nachteil hier. Ja, 7 Kilowatt, wir laden mit 7 Kilowatt. Das ist hier die Aussage. Kann er mir das hier drüben irgendwo anzeigen? Was er da tut? Glaube nicht. Nee. Zeigt er mir hier leider auch nicht an. Es ist immer so ein Rumgesuche in den Autos, wo sie welche Anzeige versteckt haben. Laden. Ja, jetzt zeigt mir das Ladeende da an. Ich kann auch hier ein Stoppen machen da oben. Das ist in Ordnung. Könnt jetzt hier selber sehen. Kurz vor 11. Also 7,5 Stunden für den halben Akku. Mehr kriege ich jetzt hier, glaube ich, gerade nicht raus aus dem Auto. An Daten, an Infos. Hier drüben gerne nochmal gucken. Aber da war ja eh keine Anzeige zu dem Thema. Nee, mehr kriege ich hier einfach nicht raus gerade. Auch hier, meinem Home,
Button leider keine Info. Lassen wir das mal und checken wir mal den anderen Stecker. Also Typ 2 haben wir drin, der ist natürlich auch verriegelt, den kriege ich jetzt hier auch nicht raus. Machen wir mal vorschriftsmäßig erstmal hier drüben den Ladestopp machen. Können wir natürlich auch im Auto machen. Ich mache das mal jetzt hier. Da, Ladestoppen. So, wird beendet. Gut, beendet. Seht schon, nur kurz geladen. Hat ja keinen Sinn am Typ 2 hier. Kriege ich jetzt hier nicht raus. Auch nicht gut. Aber hier kann ich ja den auch entriegeln. So, entriegelt. Geht. Weg damit. Und jetzt das Ding hier. Den Original CCS-Stecker Typ 2 mit halt unten nochmal den beiden Gleichstrompolen. Ich muss das jetzt hier bei mir aufmachen und kann dann den Standard Typ 2 CCS-Stecker hier benutzen. Okay, so, das mal soweit und hier Zip drücken. Irgendwas wird gestartet automatisch. Hat er automatisch den CCS erkannt? Oh oh, alla. Ja, es tut sich was. Jetzt sehen auch hier, das ist der Vorteil von dem CCS, dass er unten direkt mir anzeigt den Akku. In Prozent 41 haben wir bloß noch, also schon nochmal ein Stück gefahren. Und er fängt an zu laden. Was er jetzt hier nicht anzeigt, ist, wie lange er brauchen würde. Aber er lädt auf jeden Fall. Super. Jetzt kann man im Auto mal gucken, was er uns da anzeigt. Wie viel Kilowatt er eigentlich kriegt. Das zeigt er mir ja hier auch nicht an. Wir können es natürlich irgendwann mal ausrechnen. Wenn wir jetzt hier auf irgendeinen Wert gekommen sind, mit der Zeit können wir dann ausrechnen. Aber gucken wir mal, was das Auto sagt. Das Geräusch macht übrigens die Säule hier. Ja, sieht schon ganz anders aus. Knappe 50 Minuten. 80% erreicht in 48 Minuten. Die Anzeige ist jetzt schon echt besser. Mit der kann man was anfangen. Sehr gut. Wir starten mal. Um jetzt vielleicht auch hier eine Anzeige zu kriegen. Ja, kriegen wir auch. Ihr seht es da rechts. 35 Kilowatt im Moment. Vielleicht kriegt er noch ein bisschen was. Auf jeden Fall mal einen Wert. 35 ist nicht gerade toll, Leute. Gut. Ja. Was haben wir denn hier im normale Info-Display auf Energie? Ah ja, da zeigt er mir jetzt hier unten auch was an. 80% erreicht in 47. Und hier kann man, wie gesagt, das Laden auch stoppen und entriegeln im Auto. Ansonsten aus mit der Fernbedienung. Und das ist hier auf einmaliges Laden. Das kann ich auch nicht zeitgesteuert machen. Also an Schnellladen geht nur Ladeleistung hoch, nennt er das hier. Genau. Also da ist auch jetzt keine weitere Anzeige. Guck mal beim Stromfluss. Schade, hier könnte er das doch eigentlich auch einblenden, dass er gerade lädt. Das macht er nicht. Nix macht er da. Weiß gar nicht, was der hier vorne. Da zeigt er irgendwas hier am Lader, aber nee, mehr hat er da nicht. Wüsste ich nicht. Also das Laden, da waren wir gerade. Informationen. Das ist nur der Verbrauch gewesen. Und da kann ich noch was einstellen, aber zum eigentlichen Laden sehe ich jetzt hier auch nichts. An der Stelle. Nee, das war's an Info. Also wie gesagt, die hier. Plus da drüben meine Anzeige hier von den 35 Kilowatt. Das ist es. Hier nochmal ein Zwischenstand. Aber jetzt lassen wir ihn auch mal ein bisschen laufen. Also kaum will man meckern, zeigt er auch hier jetzt 40 Kilowatt, 41 Kilowatt. Da geht also doch mehr, muss auch ein bisschen hochlaufen erst das System hier. Am Auto selber merkt man von außen nichts von irgendeiner Klimatisierung oder irgendwas. Ja, schwankt schon wieder 38, keine Ahnung, wo dann das hier liegt. Kurze Pause gemacht und schon haben wir über 80% geladen hier. Müssen wir mal das Auto wieder einschalten, dass er uns eine richtige Information gibt. Ja, lädt irgendwie noch mit 16 Kilowatt. Jetzt der obere Bereich vom Akku. Hätte jetzt aber schon 297 Kilometer Maximum wieder drin. 250 bei Normalfahren. Ich könnte jederzeit aufhören, sagt er. Okay, gucken wir uns das an der Ladesäule vielleicht mal an. 68, 69 Minuten. 30 Kilowattstunden haben wir gekriegt. 90% ist im Akku drin. So sieht's aus.
Gerade hat das System gesagt, jetzt wäre es fertig mit Laden und hat 329 Maximum drin. Das ist ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Nach meiner Fahrweise komme ich 279 und mindestens 203, wenn ich Vollstrom gebe. Das hört sich gut an und er hat hier drüben jetzt auch seine Daten resettet. Diese Anzeige, die er da immer hat, die wird nämlich immer beim letzten Vollladen dann irgendwie resettet. Ja, hier oben jetzt nicht unbedingt, aber diese da. Außentemperatur ist Mist, Klimaeinstellung hat er jetzt mal alle auf Null wieder. Und den Durchschnitt der letzten Fahrten, den muss ich selber resetten. Ja, gucken wir mal, ob da draußen an der Ladesäule noch irgendwas zu sehen ist dazu. Steckt ja noch alles drin. So, wir hängen eigentlich hier dran. Nee, ich bin voll, kann ihn nicht mehr angucken hier. Also er zeigt leider nicht mehr an, wie viel er jetzt hier tatsächlich reingekriegt hat. Deshalb werden wir jetzt hier aufhören. Aber ich würde mal sagen, vielen Dank nochmal an RWE. Tank und Rast ist das eigentlich hier und noch nicht kostenpflichtig. Sind wir ja heute nochmal gut weggekommen hier. Kriegen wir jetzt nicht raus, ne? Nee, müssen wir hier selber entriegeln, das mache ich mal. Gut. Entriegelt. Einhängen und das war's. Spritzwasserschutz und zu.